dich runterzuschubsen. Das mit dem Heilen ist ja echt sowas von nervig. Alter. Geh nur mir weg. Von mir weg, ja. Wenn ich jetzt sterbe, kriege ich einen Schreianfall. Wutausbruch, was auch immer. Der Einzige, der dann darunter dann leiden muss, ist meine Tastatur. Nee, ernsthaft, ich schlag gegen meine Tastatur nicht. Nicht, seit ich bei Street Fighter 4 spielen die S-Taste rausgerissen habe. Das war eine Lektion für mich. Und seitdem habe ich es gelassen. Naja, eigentlich habe ich auch seitdem irgendwie das Spiel nicht mehr so oft gespielt. Naja, Street Fighter 4 ist echt ein scheiß Frustspiel. Nicht scheiß Frustspiel, es ist schon geil, aber wenn man das Spiel auf normal zockt und der Arcade-Modus so schwer ist und man trotzdem verliert, dann frustriert das einen. Okay, jetzt aber bin ich echt off-topic. Ja, das scheiß Englisch kommt wieder zum Vorschein. Vom Kall. Okay, jetzt schaffe ich dich. Hoffentlich mal ohne Heilen jetzt. Ach, ja! Das alternative Ende kommt jetzt. Wir verlassen Obi-Wan. Ja, wir verlassen jetzt eigentlich schon Mustafa. Und, ja. Have faith, my love. Everything will soon be set right. It is finished, then. You have restored peace and justice to the galaxy. Thank you, my master. Rise. Ah! No, the galaxy belongs to me. So ein Scheiß, gerade eben hat man was von meinem Steam im Hintergrund gehört. So ein Fuck, ey. Egal, er sagte, the Galaxy belongs to me, also dass die Galaxis nur ihm gehört. Ja, dieser Satz ist aus dem alternativen Ende der PS2-Version. Aber da streckt Anakin, darfst du jetzt nicht auf dem Sternzerstörer nieder, sondern er tötet ihn auf Mustafa. Ja, das ist die einzige der einzige Unterschied. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher kenne ich das jetzt mit dem Sternzerstörer hier? Ja, bei Star Wars Movie Duels 1.0, da war auch dieses Ende hier beim alternativen Mustafa-Ende. Ja, das war's von mir jetzt mit dem Level. Jetzt kommt nur noch das alternative Ende von Tefos Unleashed. Und ja, dann hätten wir Movie Duels 2 endgültig durchgespielt.